Sehr gut. Schön, dass wir zusammen sein können. Ich möchte gerne anknüpfen an dem Thema unserer Missionskonferenz. Jörg hatte mich gefragt, ob ich zu diesem Thema Missionen, Menschen aussenden, Gemeinden gründen, in diesem Kontext ein paar Sachen sagen möchte. Ja, habe mich gefragt, muss ich es auch machen. Also ich habe ein paar Gedanken zum Thema Missionskonferenz, die ich gerne mit euch mitteilen möchte. Es ist kein in sich geschlossenes Thema, es sind eher so ein paar lose Gedanken, die sich alle mit dem Thema irgendwie beschäftigen. Aber denke ich, ja, nicht nur in diesem Kontext auch relevant sind. Und da habe ich im Prinzip vier Punkte. Und das erste Thema, was ich mit euch anschauen möchte, ist Abraham. Ein Stück weit seine Biografie, sein Weg in das verheißene Land. Wir starten also in 1. Mose Kapitel 12. Damals hieß Abraham noch Abram. Und dort heißt es, 1. Mose 12, Abvers 1. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Das heißt, Gott hatte einen Auftrag an Abraham, geh hinaus, geh los, pack deine Sachen, geh los aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters. Und Abraham ist also der Vater des Glaubens und wir können ihm sehen, wie er Gott vertraut hat, ihm geglaubt hat und ihm auch gehorsam war. Aber es gab auf seinem Weg doch die eine oder andere Schwierigkeit. Und das sehen wir dann später. Wir lesen mal so eine ähnliche Stelle in Apostelgeschichte 7. Das ist, denke ich, vom Stephanus, als er verhört wird und er im Prinzip Zeugnis davon gibt, wie das Volk Gottes über viele Jahrhunderte und Jahrtausende letztendlich Gott ungehorsam war und ein störrisches Volk war. Und dort kommt er auch auf Abraham oder Abraham zu sprechen. Das ist Apostelgeschichte 7, Abvers 2. Er aber sprach, ihr Männer, Brüder und Väter, hört. Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, bevor er in Haran wohnte, und sprach zu ihm, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Das ist hier also ein Zitat aus 1. Mose 12, was wir gerade gesehen haben. Und wir sehen also, dass Gott in Ur, in Mesopotamien, im Land der Chaldäer, zu Abraham gesprochen hat, geh hinaus aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters. Nun hatte Abraham einen Vater und der Vater hieß Terach. Und wenn wir in 1. Mose 12 mal noch ein paar Verse zurückblättern, dann sind wir im Kapitel 11, im Vers 31, dort heißt es, und Terach nahm seinen Sohn Abram, dazu Lot, den Sohn Harans, seinen Enkel, auch Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abram, und sie zogen miteinander aus von Ur in Chaldäa, um ins Land Kanaan zu gehen. Mein erster Gedanke war, na, möglicherweise hatte Gott einen Plan mit Terach. Terach sollte auch nach Kanaan gehen. Zumindest steht hier ja, dass sie zusammen auszogen aus Ur in Chaldäa, um ins Land Kanaan zu gehen. Aber Gott hatte ja zu Abraham gesagt, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters. Also Terach hätte vielleicht gar nicht dabei sein sollen. Der Axel hatte vor kurzem gesagt, dass es möglicherweise dieser Vater war, der sich in die Angelegenheiten des Sohnes einmischt und dort irgendwie mitreden will. Aber egal, was es war, Terach sollte eigentlich nicht dabei sein. Abraham hat den Auftrag bekommen, hinauszugehen und in das Land zu gehen, was Gott zeigen möchte, ins Land Kanaan und hinauszugehen aus seiner Verwandtschaft, aus dem Haus seines Vaters, aus seinem Land, um in das Land zu kommen, was Gott ihm zeigen möchte. Da gab es also einen Ruf, eine Verheißung, eine Berufung für Abraham, ein Ziel, wo er hingehen sollte. Und dann sehen wir aber, wenn wir den Vers 31 noch weiterlesen,
also ne, und Terach nahm seinen Sohn Abraham und so weiter, und sie zogen miteinander aus von Ur in Chaldea, um ins Land Kanaan zu gehen. Als sie aber nach Haran kamen, blieben sie dort. Und die Lebenszeit Terachs betrug 205 Jahre und Terach starb in Haran. Also aus irgendeinem Grund ließen sie sich in Haran nieder. Ich habe euch mal eine Karte mitgebracht, dass wir das ein bisschen besser sehen können. Also rechts unten, Südosten. In Ur, im Land der Chaldeer, beginnt diese Reise von Abraham und seinem Haus, wo Gott ihn gerufen hat, geh hinaus in das Land, was ich dir zeigen werde. Und dann gehen sie Richtung Nordwesten entlang dieses Zweistromlandes Mesopotamien nach Haran. Das ist dort oben, ich habe es nochmal hingeschrieben, ein bisschen größer, dass man es besser sehen kann. Und Richtung Süden dann nach Kanaan. Erste Frage wäre, warum gehen sie denn erst diesen Umweg Richtung Norden und dann Richtung Süden und nicht direkt rüber nach Kanaan? Die einfache Antwort lautet, dazwischen ist eine große Wüste, lässt sich nicht so schön wandern. Also gehen sie entlang dieses Zweistromlandes nach Haran, einer großen Handelsstadt, wo sich mehrere Straßen kreuzten. Also dort führen Handelswege lang Richtung Norden, Osten, Süden und Westen. Das heißt, hier war Haran. Eine Vermutung wäre, dass Abraham oder Terach in Haran sogar Verwandtschaft hatte, weil Terach ja auch einen Sohn hat, der Haran hieß. Ist eine Mutmaßung, aber wäre durchaus möglich. Aber was ist denn der Grund dafür, dass er in Haran geblieben ist? Warum sind sie nach Haran gekommen und blieben dort? Und erst als dann der Vater Terach gestorben war, ging die Reise weiter. Was ist der Grund dafür? Dann haben wir gelesen, dass Abraham im Land der Chaldeer in Ur gerufen wurde. Das Land der Chaldeer oder das Einflussgebiet der Chaldeer reicht bis hoch nach Haran. Das heißt, als er in Haran war, hat er noch nicht sein Land in dem Sinne verlassen. Er hat seinen Wohnort verlassen. Er ist einen großen Schritt gegangen. Es ist, man hat unten so eine kleine Maßstab. Also es sind mehrere hundert Kilometer, die dort schon hinter sich gelegt wurden. Er ist ein ganzes Stück weit gekommen, auch in die richtige Richtung, weil es eben entlang diesen Halbmondes quasi ging. Ne? Das ist ja so dieser fruchtbare Halbmond von Ur. Über Haran hoch Richtung Ägypten runter, kann man so eine Sichel ziehen. Er ist also in die richtige Richtung losgegangen, aber ist im Prinzip in dem Gebiet geblieben, in dem er sich auskannte. Es war noch das Einflussgebiet der Chaldeer, die Kultur war ähnlich. In Ur, in Babylon, in dieser Gegend, dort war es auch üblich, dass man den Mond verehrt hat als eine Gottheit. Und Haran war so das letzte Zentrum der Mondverehrung. Letzte Zentrum der babylonischen Kultur und Gottesverehrung. So ist er quasi eigentlich in dem Gebiet noch geblieben, wo er sich so ein Stück weit auskannte. Es war eine ähnliche Kultur. Zwischen Haran und Kanaan liegt auch Wüste, das heißt Richtung Süden kommt nicht fruchtbares Land und üppiger Wald oder so, sondern da kommt auch erstmal ein Stück Wüste. Das heißt, es war auch so der letzte Ort, bevor man dann ein unbequemes Leben führen musste. Also wir wissen, in Ur gab es auch schon Fußbodenheizung, war sehr fortschrittlich, war eine sehr moderne Stadt in dem Sinne. Und bis nach Haran konnten sie relativ, so ein bisschen mit Couchsurfing auch in Häusern wohnen. Nach Haran begann die Wüste. Das heißt, ab dort hieß es dann Zelt einpacken, im Zelt schlafen. Da wurde es dann ungemütlich. Da ging die Komfortzone nicht weiter, es war das Ende der Komfortzone. Da begann die Wüste. Das bedeutet nicht mehr in Häusern zu wohnen, sondern in Zelten. Dann war Haran ja auch ein Ort von Handel. Und er hat es dort zu Reichtum gebracht. Das lesen wir dann später auch nochmal, dass Abraham in Haran seinen Besitz vermehrt hat. Dass er dort Besitztümer erlangt hat. Auch Menschen zu ihm gekommen sind, Diener, die ihm dazugehörten. Fakt ist also, dass Haran eine Verzögerung war für Abraham, in das Land der Verheißen zu kommen. Gottes Plan war, nicht nach Haran, sondern nach Kanaan zu kommen. Wie geht die Geschichte weiter? 1. Mose 12, Abvers 4.
Da ging Abraham, das ist also nachdem sein Vater Terach mit 205 Jahren in Haran gestorben war, da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Und Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, samt all ihrer Habe, die sie erworben hatten, und den Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten, und sie zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen, und sie kamen in das Land Kanaan. Also, nach dem Tod seines Vaters zieht er aus Haran aus, nimmt sein Habe, sein Haus mit und kommt in das Land Kanaan. Ja, also Abraham war eine Zeit lang in Haran und setzte nicht den Ruf Gottes um. Geh hinaus aus dem Haus deines Vaters und in das Land, das ich dir zeigen werde. Abraham brachte es zu großem Besitz in Haran. Es war quasi ein Ort, wo doch alles rund lief, wo doch gesegnet war, wo sein Habe vermehrt war. Aber es war nicht der Ort des Segens, den Gott für ihn hatte. Also von außen betrachtet, nach weltlichen Maßstäben, müsste man sagen, in Haran ging es Abraham gut. Er hat es zu Reichtum gebracht, er war ein Geschäftsmann und er war erfolgreich. Erfolg. Aber es war nicht der Ort des Segens, den Gott für ihn hatte. Haran war eine Verzögerung für Abraham, in das verheißene Land einzuziehen. Ja, was hat das mit uns zu tun? Ich möchte uns die Frage stellen, ob wir, jeder Einzelne für sich, vielleicht ein Stück weit sich in so einem geistlichen Haran befindet. Gibt es vielleicht Dinge in unserem Leben, wo wir sagen, ja, hier ist es gut, bin ich angekommen, ich bin im Komfort, ist alles wunderbar, ich sehe, ich bin gesegnet, ich bin angekommen. Aber Gott sagt, im Moment, da gibt es noch mehr. Da gibt es noch einen weiteren Schritt. Du bist in die richtige Richtung gegangen, aber ich habe noch mehr. Ich glaube nicht, dass wir Abraham hier vorwerfen können, absolut ungehorsam gewesen zu sein. Ganz und gar nicht. Er ist ja losgezogen. Er ist losgegangen in die richtige Richtung, aber hier gab es eine Verzögerung. Möglicherweise verwechseln wir die Segnungen, die wir in Haran bekommen, mit dem eigentlichen Land der Verheißung. Es kann sein, dass wir Erfolg haben, dass wir Segnungen erleben, gute Dinge erleben, aber das heißt nicht unbedingt, dass wir auch schon da angekommen sind, wo Gott uns haben möchte. Also ganz konkret kann es für uns auch heißen, dass wir sehen, dass Menschen errettet werden, ins Reich Gottes errettet werden. Es kann sein, dass wir Heilungen sehen, dass wir Gottes Gegenwart haben im Lobpreis, dass wir finanzielle Versorgung erleben, aber das heißt noch nicht, dass es das Ende der Fahnenstange ist. Vielleicht gibt es da noch einen weiteren Weg vor uns. Es gibt noch mehr. Also welche Verheißung hat Gott für dein Leben? Und bist du da schon angekommen? Bist du wirklich schon da? Und ich glaube, solange wir leben, hat Gott noch mehr und da gibt es noch Dinge für uns zu tun. Abraham war 75 Jahre, als er aus Haran ausgezogen ist. Also gibt es da auch für uns noch mehr. Vielleicht ist es dran, dieses Haran zu verlassen, ein Stück weit unsere Komfortzone zu verlassen. Vielleicht ist es dran, sich von Dingen zu trennen. Das, was einen daran hindert, ins verheißene Land zu kommen, muss ja nicht unbedingt der Vater Terach sein. Es können ja auch andere Dinge sein. Aber das ist quasi die Botschaft von meinem ersten Punkt. Geh hinaus in das Land aus deiner Verwandtschaft, aus dem Haus deines Vaters, in das Land, das ich dir zeigen werde. Geh hinaus. Und geh ein in das Land der Verheißung. Und Abraham kam eben erst dann nach Kanaan, nachdem sein Vater gestorben war, nachdem sich irgendwie Dinge getrennt hatten, die ihn vielleicht noch festgehalten haben. Und was hindert uns daran, weiterzugehen? Für mich war das auch ein Stück weit eine Antwort auf die Frage, warum spricht Gott nicht weiter? Also es kann sein, dass Gott zu dir gesprochen hat in eine bestimmte Richtung und du denkst, jawohl, wunderbar, super, danke Jesus. Und dann wartest du, dass Gott weiterspricht. Und irgendwie kommt nicht so richtig was. Irgendwie scheint Gott nicht mehr zu sprechen. Irgendwie ist Gott stumm, redet nicht mehr zu dir. Ein Grund könnte sein, ich sage nicht, dass es unbedingt so sein muss, aber es könnte sein, dass Gott darauf wartet, dass du diesen ersten Schritt, den er dir schon gezeigt hat, geht, bevor er dir das nächste zeigt. Weil Gott hat zu Abraham gesagt, geh hinaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Aber erst als er in Kanaan angekommen war, hat Gott zu ihm weitergesprochen, das Land werde ich dir geben, dir und deinen Nachkommen. Also Gott
offenbart uns ja nicht immer den ganzen Plan komplett auf einmal, sondern er schaut, ob wir in den Punkten, die wir verstanden haben, die Gott uns gezeigt hat, ob wir dort auch gehorsam sind und Dinge tun und Schritte gehen. Ja, also lass uns da jeder für sich nochmal schauen, was hat Gott für Verheißungen für mich, was ist Gottes Plan mit meinem Leben und gibt es vielleicht Dinge, die mich daran hindern, da hineinzukommen, dann wollen wir uns davon trennen und lass uns davon ausgehen, dass Gott noch mehr für uns hat und möglicherweise heißt das eben auch, ein Stück Komfortzone zu verlassen, das Land der Chaldäer zu verlassen, ein Stück weit in die Wüste zu gehen, um durch die Wüste dann dort anzukommen, im Land der Verheißungen, wo Gott uns hinführen möchte. Ja, das so als meinen ersten Punkt, was wir lernen können von Abraham. Mein zweiter Punkt ist das Wort Segen. Und das Wort Segen, was heißt das eigentlich? Kann viele Dinge irgendwie bedeuten, aber was verbinden wir damit und was, ja, was heißt das für uns? Ich denke, die meisten von uns kennen diese Stelle in 5. Mose 28, wo Gott zum Volk Israel redet und sagt, seid ihr mir gehorsam, wollt ihr die Stimme hören, auf die Stimme hören, die zu euch spricht, dann werde ich euch segnen. Und dann kommt eine Aufzählung von Segen bei allem, was wir tun, in der Arbeit, dass wir versorgt sind, dass unsere Feinde vor uns fliehen, dass unsere Familie gesegnet ist, dass wir sogar Ruf und Ansehen haben. Also die Folge von Gehorsam ist Segen. Und in 14 Versen wird uns da gezeigt, was Segen ist. Und in 54 Versen, die folgen, zeigt Gott uns, was passiert, wenn wir seine Stimme nicht gehorchen. Und dass das Fluch nach sich zieht. Also die kurze Formel heißt, Gehorsam führt zu Segen, Ungehorsam führt zu Fluch. Und das ist so. Das ist so. Wenn wir Gott gehorsam sind, wenn wir Dinge so machen wollen, in deiner Herzenshaltung, Gott, ich möchte dir gefallen und auf dein Wort hören, dann wird die Folge davon sein, dass Gott uns auch Dinge gelingen lässt, dass wir Segen haben, dass Dinge gut werden. Und wenn wir uns weigern, das zu tun, was Gott uns gezeigt und gesagt hat, dann laden wir in einem ein Stück weit Fluch auf uns und Dinge werden auch nicht zugrund laufen. Für mich war die Frage, ist diese Logik, dieser Gedankenstrang umkehrbar? Das heißt, wenn ich gesegnet bin, alles rund läuft, alles in Ordnung ist, ich Erfolg habe, heißt das automatisch, dass ich auch in allen Punkten Gott gehorsam war und das tue, was er sagt? Oder andersrum, wenn in meinem Leben Dinge mal nicht so rund laufen und es da irgendwie Widerstände gibt, vielleicht kommt Krankheit, vielleicht kommt auf Arbeit unschöne Situationen oder was auch immer, heißt das automatisch, dass ich Gott ungehorsam war? Nein, ich glaube nein. Ich denke, die Logik ist absolut richtig zu sagen, wenn wir Gott gehorsam sind, dann hat es Segen als Folge. Wenn wir ungehorsam sind, ist Fluch die Folge. Aber dieser Gedankengang ist nicht absolut reversibel, umkehrbar. Wir können nicht unseren Erfolg als Maßstab nehmen dafür, ob wir auch richtig sind und Gott gehorsam sind. Ich denke, diese Logik funktioniert so nicht. Denn Abraham war in Haran ja auch gesegnet, hatte ja Erfolg, Besitz erworben. Aber er war nicht da, wo Gott ihn haben wollte. Und andersrum, wenn Missstände kommen und Schwierigkeiten kommen, wenn das ein absolutes Prüfkriterium dafür wäre, dass wir Gott ungehorsam waren, dann frage ich mich, wie es mit dem Gehorsam um Jesus aussah. Weil den Tod, den er am Kreuz erlitten hat, würde ich jetzt nicht gerade als großen Segen für ihn selbst so charakterisieren. Natürlich ist er auch zum Fluch geworden für uns, das lesen wir ja auch. Aber in dem Leben von Jesus lief nicht alles rund, war nicht alles easy peasy und alles erfolgreich. Oder wenn wir uns Paulus anschauen, mehrfach Schiffbruch erlitten, gesteinigt, verraten, verlassen von Freunden. Aber Paulus war doch Gott gehorsam, oder? Die Reisegefährten von Paulus lesen wir auch von Krankheit. Stephanus, der Gott gehorsam war und gesteinigt wurde. Oder Hiob,
Es gibt genug Beispiele in der Schrift, wo wir sehen, dass Menschen Schwierigkeiten haben, Widerstände haben, in Krankheit sind, wo Dinge nicht rund laufen, aber wo wir in ihrem Leben sehen können, das waren Menschen, die hatten ihr Herz hingegeben zu Gott und sie wollten Gott gefallen, wollten Gott gehorsam sein. Das stellt unsere Definition von Erfolg ein bisschen in Frage. Was ist denn Erfolg? Was ist Erfolg für uns? Und ich glaube, wenn wir Zeiten entgegengehen, wo wir Menschen auch hier aussenden wollen, an andere Orte, um Gemeinde zu bauen, dann brauchen wir ein Stück weit Leidensfähigkeit, dass wir fähig sind, auch zu leiden, Schwierigkeiten auf uns zu nehmen, weil das wird kommen. Und nicht nur im Kontext von Gemeinde bauen, es wird einfach kommen, dass Widerstand da ist, dass wir ein Stück weit leidensfähiger werden sollten. Wenn wir Gottes Willen tun, wird das auch Leid bedeuten. Es gibt verschiedene Gründe dafür, warum Widerstand da sein kann. Es kann sein, dass einfach der Feind nicht schläft, nicht schlummert, sondern sieht, hier sind Menschen, die wollen Gott gefallen, die wollen Gemeinde bauen, die wollen Menschen aus meinem Reich hineinbringen ins Reich des Lichts. Na, da stelle ich mal ein paar Hindernisse in den Weg. Kann sein, dass einfach der Feind dort Widerstand leistet. Kann aber auch sein, dass Gott ein Stück weit unsere Herzenshaltung prüfen möchte an bestimmten Umständen. Es kann sein, dass Gott konkret Dinge verhindern möchte oder uns wachsen lassen möchte. Aber ja, es kann auch sein, dass es einfach ungehorsam ist und wir in der Logik von 5. Mose 28 dort das einfach ernten, was wir in unserem Leben gesät haben. Aber lass uns nicht Schwierigkeiten pauschal nehmen für, na, da ist jetzt kein Segen drauf, also bin ich jetzt nicht im Willen Gottes. Diese Logik funktioniert nicht. Also verwechseln wir nicht geistlichen Widerstand mit Fluch und verwechseln wir nicht Gottes Erziehung mit Mangel an Segen. Und ich möchte noch ein paar Bibelstellen dazu zeigen, aus dem Neuen Testament, die uns das ein Stück weit nahelegen. Die erste Stelle in 1. Petrus 2, Abvers 19, da heißt es: Denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr als solche ausharrt, die sündigen und dafür geschlagen werden. Wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Denn hierzu seid ihr berufen worden. Denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Also wir beten ist ja teilweise auch so, ja, wir wollen deinen Fußspuren nachfolgen, wir wollen dir nachfolgen, Jesus. Aber hier in diesem Kontext spricht es davon, dass er für uns gelitten hat und uns ein Beispiel hinterlassen hat, damit wir seinen Fußspuren nachfolgen. Das heißt, die Schrift bezeichnet es als Gnade, wenn wir des Gewissens wegen vor Gott Leiden ertragen. Können wir das als Gnade sehen, wenn Widerstand da ist, wenn wir ein Stück weit leiden? Ich finde, das ist schon eine tüchtige Herausforderung, aber es ist das Wort Gottes. Petrus geht hier nicht davon aus, dass das die Seltenheit ist, sondern er beschreibt es eigentlich als etwas ganz Normales, als normale Folge davon, Jesus nachzufolgen. Da kommt auch Leid. Oder ein Kapitel später, 1. Petrus 3, Vers 17. Denn es ist besser, wenn der Wille Gottes es will, für Gutes tun zu leiden, als für Böses tun. Böses tun, das muss ein U sein. Halten wir das für möglich, dass Gott das will? Wenn der Wille Gottes es will, dass wir leiden? Die Schrift zeigt hier, dass es möglich ist, dass Gott das will, dass wir leiden. Nicht um uns kaputt zu machen, um uns kaputt zu spielen. Das ist nicht das Ziel. Aber zumindest ist es irgendwie auch ein Bestandteil vom Leben als Christ, vom Leben als Nachfolger Jesu, dass dort auch Leid kommt, dass dort Dinge schwierig werden können. Oder in Philipper, Kapitel 1, Vers 27, Vers 29. Wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus, damit, sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin, ich von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist, in dem ihr mit einer Seele mitkämpft, mit dem Glauben des Evangeliums und euch in nichts erschrecken lasst von den Widersachern, was für sie ein Beweis des Verderbens ist, aber eures Heils und das von Gott. Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden, da ihr denselben Kampf habt,
wie ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Es ist uns geschenkt worden, für ihn zu leiden. Vielleicht ist es sogar ein Stück weit unsere Berufung, für ihn zu leiden. Ich finde, das sind ja herausfordernde Worte, aber ich denke, wir sollten ein Stück weit vorbereitet sein, dass wenn wir weitergehen und weiter Gott gehorsam sind, es werden dort Widerstände kommen. Es wird uns da geschenkt werden, dass wir für ihn leiden dürfen. So wie in Apostelgeschichte 5, Vers 41. Sie nun gingen voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um seines Namens willen. Die Apostel waren voller Freude darüber, dass sie für Jesus leiden durften, dass sie um Jesu willen geschlagen wurden. Die haben das als Gnade, als würdig gesehen. Wir sind würdig erachtet worden in Gottes Augen, für ihn zu leiden. Und das voll Freude. Irgendwie ist es immer ein Rätsel, wie das geht. Und doch ist es halt keine einzelne Stelle, die hier irgendwie heraussteht. Wir sehen da so viele Stellen, wo das so war, dass es dort Leid gab und dass sich dort die frühen Christen drin gefreut haben. Wir sind würdig erachtet worden, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Und als letztes dazu noch aus Matthäus 5, ab Vers 10, das ist ja sind diese sogenannten Seligpreisungen von Jesus. Und er sagt, glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Also wenn wir verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen, die Frage ist ja immer, wofür leidet man und wofür wird man verfolgt? Wenn es um der Gerechtigkeit willen ist, dann sind wir glückselig. Dann sind wir gesegnet. Dann sind wir glücklich zu preisen. Wenn sie uns schmähen und verfolgen und lügnerisch über uns reden, um seinetwillen. Und hier steht, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Also nicht jeder Erfolg zeigt sich auf der Erde. Es gibt Dinge, die werden sich erst im Himmel offenbaren. Und dort werden wir sehen, dass unser Lohn groß ist, wenn wir diese Dinge mit durchstehen. Also hinterfragen wir so ein bisschen unsere Definition von Erfolg, unsere Definition von Segen. Und ja, halten wir nicht jedes, es läuft alles gut für, wir sind auch richtig. Und tun auch nicht diesen Fehler zu sagen, hier laufen Dinge nicht gut, also muss irgendwas in meinem Leben falsch sein. Das muss nicht unbedingt so sein. Es kann sein, dass wir falsch abgebogen sind, dass wir in Sünde sind, dass wir falsche Entscheidungen getroffen haben und deswegen Dinge dann auch nicht gut laufen. Aber es ist kein Prüfkriterium dafür. Weil wenn wir Gott gehorsam sind, dann werden wir auch leiden, dann wird Verfolgung kommen. Dort werden Dinge sein, die nicht gut laufen, die schwierig sind, die herausfordernd sind. Und das sind Worte, die nicht nur an Christen in Nordkorea und Afghanistan für diese aktuell sind und sich an diese Personen richten, sondern auch an uns. Ja, Segen. Ein dritter Punkt ist unsere Haltung im Dienst an anderen. Unsere Haltung im Dienst, wenn wir irgendwo anders sind und vielleicht Gemeinden gründen, andere Menschen helfen wollen, wenn wir das Evangelium verkünden oder. Einfach unsere Haltung in diesem Dienst. Ist jetzt keine umfassende Lehre, so wie auch die anderen Punkte nicht umfassend sind, aber so einen Gedanken dazu möchte ich doch mitteilen. Es ist einfach so, dass Gott uns hier enorm viel geschenkt hat. Wir sind so gesegnet. Wir sind wirklich gesegnet. Wir können so dankbar sein für das Grundstück, was wir hier haben, für die vielen Räumlichkeiten, für die Häuser, für alle, die zu uns hier dazugehören, zur FCG Zwickau. Wir können dankbar sein dafür, dass wir ein Ältestenteam haben, die zusammen danach trachten, Gott zu gefallen und seinen Willen zu erbeten und ja, die Grundlage dafür schaffen wollen, dass Jesus seine Gemeinde hier leiten kann. Wir können so dankbar sein dafür, dass Gott uns da Gnade gegeben hat, dass wir da Dinge erkennen konnten, wie eine Gemeindeleitung aussehen soll.
Wir können dankbar sein für all die grundlegenden Lehrthemen, die wir hier empfangen durften von Gott, wo Gott uns Dinge hat erkennen lassen, wo er uns Offenbarung gegeben hat, wo jeder einzelne von uns die Gnade hatte, aus einem rebellischen, stolzen, hochmütigen Leben in diesem gegenwärtigen bösen Zeitlauf herausgerissen zu werden und zu kommen ins Reich des Lichts und Errettung und ewiges Leben zu bekommen bei Jesus. Da können wir so dankbar für sein. Absolut. Und da haben wir wirklich viel empfangen von Jesus. Und da können wir uns darüber freuen, dankbar sein. Und ich denke, das ist unsere angemessene Reaktion, dass wir darauf dankbar sind und von dem, was wir haben, auch weitergeben wollen. Wir haben viel empfangen. Und man könnte diese Logik dann so weiterdenken, zu sagen, wir haben so viel empfangen, mehr als andere. Vielleicht ist das auch wahr. Aber unser Maßstab sind doch nicht die anderen. Unser Maßstab ist doch das Wort Gottes. Also wir haben vielleicht viel im Vergleich zu anderen. Meine Frage ist, haben wir auch viel gemessen an dem Maßstab des Wortes Gottes? Also wenn man einen Wassereimer hat, 10 Liter, und da sind 2 Tropfen drin, dann ist das wesentlich mehr als nur ein Tropfen. Aber gemessen an einem vollen Wassereimer ist es eigentlich fast nichts. Vielleicht haben wir auch 3 oder 4 Tropfen empfangen. Oder ist der Eimer schon, der Boden schon bedeckt? Oder vielleicht auch mehr? Ich weiß es nicht. Aber gemessen am Wort Gottes und an seinem Maßstab, glaube ich, gibt es noch viele Dinge, die wir empfangen dürfen, empfangen können. Und wenn wir in 30, 40 Jahren oder auch in 5 Jahren zurückschauen, werden wir sagen, Mensch, da hat Gott uns noch weitere Dinge gezeigt, wo wir weitere Schritte gehen konnten. Wir haben gemerkt, wir sind nicht am Ende angekommen. Wir sind eben noch nicht im verheißenen Land, sondern auf dem Weg dorthin. Und unsere Haltung hier ist, denke ich, entscheidend. Wie dienen wir anderen? Dienen wir anderen mit der Haltung, wir haben die Wahrheit, wir wissen, wie es richtig ist, wir haben den Maßstab Gottes, musst du nur mal reinschauen, dann siehst du das auch. Wir wissen es. Ich glaube, dass eine überhebliche Haltung uns nicht, eine überhebliche Haltung wird uns nicht dabei helfen, Menschen zu erreichen mit der Wahrheit. Wir sind dankbar für das, was wir empfangen haben, aus Gnade. Und wir rücken auch nicht ab von den Wahrheiten, die wir erkannt haben. Nein, machen wir nicht. Wir machen da keine Kompromisse. Aber nicht in der Haltung eines Besserwissers, eines Klugscheißers, weil Klugscheißer gibt es schon genug auf der Welt. Wir kommen mit einer dienenden Haltung und sagen, und wir wollen einfach von dem, was Gott uns aus Gnade gegeben hat, weitergeben, austeilen. Und da gibt es ein paar Bibelstellen, die ich mit euch anschauen möchte, die mir da irgendwie geholfen haben zu sehen, in welcher Haltung haben denn die Apostel gedient. 1. Korinther 6, Abvers 9. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Lustknaben noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und solche sind etliche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Also hier werden etliche Sachen aufgezählt von Sünde. Und das heißt hier, solche sind etliche von euch gewesen. Und wir kommen doch auch nicht daher, wo wir schon alles wussten, sondern es gibt doch auch bestimmte Gegebenheiten, wo wir Dinge empfangen durften, wo wir umkehren durften, wo wir Buße tun durften. Für mich war es so, dass in der Gemeinde aufgewachsen und ich kannte nur das System einen Pastor. Ja, das war immer so. Das hat keiner hinterfragt. Alle anderen Gemeinden, die ich kannte, hatten einen Pastor oder einen Pfarrer oder eine Pfarrerin oder was auch immer. Aber eine Person war da oben und die hat das letzte Wort gesagt. Und ich kam nicht auf die Idee, das zu hinterfragen, bis eine Person mir das mal gezeigt hat, dass es ja gar keinen einen Pastor an der Spitze im Wort Gottes gibt, sondern Älteste. Ah. Da hat Gott Dinge gezeigt und offenbart, weil jemand die Gnade hatte, die Geduld hatte, mir das mal zu erklären, aus dem Wort Gottes, einer dienenden Haltung zu sagen, hier, lass uns mal zusammen ins Wort Gottes schauen. Interessant wird es natürlich dann, wenn die andere Person auf ein dienendes, dankbares, in Gnade gesprochenes, aus Wort Gottes hingewiesenes Wort, dann sagt, sehe ich trotzdem anders.
Da wird es interessant. Aber bis dahin dienen wir mit einer barmherzigen Haltung, denn etliche von uns sind doch auch so gewesen, dass wir das nicht erkannt haben, nicht verstanden haben, wie das mit der Wassertaufe ist oder der Geistestaufe oder was eine Wiedergeburt wirklich ist. Oder. Titus 3, erinnere sie daran, Obrigkeiten und Gewalten untertan zu sein, gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein, niemand zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein, milde, alle Sanftmut zu erweisen gegen allen Menschen. Denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, irregehend, dienten mancherlei Begierden und Vergnügungen, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, errettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit verbracht wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes. Also auch hier haben wir diese Formulierung, denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam und so weiter. Wir waren auch mal an diesem Punkt, wo wir jemanden brauchten, der uns das erklärt hat, gezeigt hat, wo wir Überführung gebraucht haben. Oder Jesus am Kreuz sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Manche Leute machen Dinge einfach nur deswegen so, wie sie sie machen, weil sie gar nicht genau wissen, was sie da machen. Und Jesus hat gebetet, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Oder diese Predigt von Petrus, nachdem der Lahme an dem Tempel geheilt wurde, dort sagt er in Apostelgeschichte 3, Vers 17, und nun, ihr Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure Obersten. Gott aber hat das, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigte, dass nämlich der Christus leiden müsse, auf diese Weise erfüllt. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen und er den sende, der euch zuvor verkündigt wurde, Jesus Christus. Ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt. Und trotzdem war seine Botschaft offensiv, direkt, klar und in Wahrheit. So tut nun Buße und bekehrt euch. Also wir haben einen Auftrag, das weiterzugeben, was Gott uns gegeben hat, auch ein offensives Evangelium zu predigen, aber unsere Haltung ist die, wir waren auch solche, die einen Retter nötig hatten. Wir waren auch solche und Gott war uns gnädig. Wir haben keinen Anteil daran, dass wir irgendwas dazu beigetragen hätten, uns diese Gnade zu verdienen, oder wir haben nicht irgendwas getan, wodurch wir verdient haben, irgendeine Offenbarung zu bekommen. Das war Gottes Gnade an uns. Und wir dürfen, was für ein Vorrecht, wir dürfen von dem, was Gott uns gegeben hat, weitergeben. Und eine stolze, überhebliche Haltung wird Menschen nicht von der Wahrheit überzeugen. Also zwei Grundsätze in diesem Punkt. Zum einen rücken wir nicht von der Wahrheit und der Botschaft ab, die Gott uns gegeben hat. Da rücken wir nicht ab, wir machen da keine Kompromisse auf Kosten der Wahrheit. Aber wir dienen in einer Haltung von Barmherzigkeit und Erbarmen. Ein vierter Punkt, und ich weiß, wir gehen der Zeit des Abendessens, das wir sehnlich herbeiwünschen, entgegen. Fasten. Ich weiß nicht, welche Regung das in dir hervorruft, wenn du das Wort Fasten hörst oder liest. Welche Reaktion ruft es in dir hervor? Und ich denke, keiner von uns würde sagen, jawohl, Fasten, jawohl, endlich mal wieder nichts essen, tagelang. Ich denke, in den wenigsten von uns wird das derartige Gedanken und Gefühle hervorrufen. Aber, und auch hier wieder keine umfangreiche Lehre, könnte man nochmal machen, aber ich glaube, dass Fasten im Zusammenhang von Aussenden von Menschen, im Zusammenhang mit von Missionen und Gemeindegründen eine wichtige Rolle spielt und spielen wird. Und dazu schauen wir nochmal Apostelgeschichte 13 an. Das ist ja so ein bisschen so der Moment, auf den wir hinfiebern. Apostelgeschichte 13, Vers 1 bis 3. Und in Antiochia, in der dortigen Gemeinde, waren einige Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manahin, der mit dem Vierfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen.
Also wir sehen hier, dass sie den Herrn dienten mit Fasten. Sie dienten ihm und haben gefastet für ihn. Und dann war irgendwie auch die Bahn gemacht, der Weg geebnet, dass der Heilige Geist sprechen konnte, nämlich in der Art und Weise, dass er gesagt hat, sondert mir Barnabas und Saulus aus, dass sie dieses Werk tun. Und dann sind sie ja ausgesendet worden. Und dann heißt es in Vers 3 nochmal, da fasteten und beteten sie. Ich weiß jetzt nicht genau, ob sie dann nochmal gefastet haben oder ob sie einfach dann weiter gefastet haben. Auf jeden Fall haben sie gefastet, dann sprach der Heilige Geist und haben sie gefastet. Und ich glaube, wenn wir solche Momente erleben wollen und werden, dann wird Fasten eine Rolle spielen. Fasten und beten, Gott dienen. Und eine zweite Schriftstelle dazu möchte ich noch anschauen, in Markus 9, ab Vers 28. Jesus hatte ja seine Jünger ausgesendet, dass sie hingehen sollten und heilen, wir sollten Tote auferwecken, wir sollten predigen, das Reich Gottes ist nahegekommen. Und dann heißt es in Vers 28, und als er in ein Haus gegangen war, fragten ihn seine Jünger allein, warum haben wir diesen nicht austreiben können? Also da war ein Sohn eines Mannes mit einem unreinen Geist, der Sohn war quasi, hatte einen Dämon und die Jünger waren nicht in der Lage, ihn auszutreiben. Und die Jünger fragen, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Und in Vers 29 heißt es, und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, als nur durch Gebet und Fasten. Es gibt hier verschiedene Bibelauslegungen, die einen sagen, ja, diese Art kann nicht ausfahren, bezieht sich auf den Dämon. Andere sagen, weil Jesus vorher sagt, ihr Kleingläubigen, ihr Ungläubigen, dass dieser Unglaube nicht ausfährt, außer durch Gebet und Fasten, weiß ich nicht. Ich glaube, Gebet und Fasten bestärkt auch unser Glauben. Aber auf jeden Fall gibt es da Dinge, die scheinbar nicht passieren ohne Gebet und Fasten. Als nur durch Gebet und Fasten. Und ich denke, dass das eine Rolle spielen wird, auch wenn wir Menschen aussenden wollen von hier. Es ist natürlich wichtig zu verstehen, dass Fasten nicht Gott verändert. Dass durch Fasten Gott nicht seinen Ratschluss irgendwie dann doch mal ändert und sagt, machen wir es doch anders. Ja, hast mich überredet. Fasten wird Gottes Maßstäbe niemals ändern. Und ich habe ein Buch gelesen von Derek Prince, das heißt Die Waffe des Betens und Fastens. Ne, so heißt das, glaube ich. Und da hat er so ein Dreieck drin. Und das hat sie mir echt gesprochen. Dieses Dreieck, also das Dreieck A, B, C, das große quasi, soll mal stehen für den Willen Gottes. Und alles, was außerhalb dieses Dreiecks ist, ist nicht im Willen Gottes. Und wenn ich hier etwas bete oder auch faste, was außerhalb dieses Dreiecks, außerhalb des Willens Gottes ist, dann wird das niemals etwas, für das ich bete und faste, in das Dreieck hineinbewegen. Was nicht der Wille Gottes ist, ist nicht der Wille Gottes. Und das können wir durch Beten und Fasten und Selbstkasteiung nicht erreichen. Gott wird sich dazu nicht überzeugen lassen, das für uns zu tun oder zu machen, wenn es nicht in seinem Willen ist. Also wenn etwas außerhalb des Willens Gottes liegt, wird Fasten es niemals innerhalb des Willens Gottes bringen. Wenn es falsch und sündhaft ist, ist es immer noch falsch und sündhaft, ganz gleich, wie lange jemand fasten mag. Und das große Dreieck ist also der vollkommene Wille Gottes für jeden Gläubigen. Und wir wollen ja im Willen Gottes sein, das ist unser Ziel. Wir wollen in Gottes Willen sein, das ist der Fokus. Und da gibt es diesen Bereich dieses stumpfen Kegels, also dieser gelbe Bereich, BDEC. Das ist der Bereich des Willens Gottes, der durch Gebet ohne Fasten erreicht werden kann. Also Gott möchte ja sich bitten lassen und wir beten. Und wenn wir in seinem Willen beten, dann wissen wir, dass er auch auf uns hören, dass er hören wird, dass unser Gebet erhört. Wenn wir seinem Willen entsprechend beten. Und das ist dieser Bereich, der gelb hinterlegt ist. Und dann gibt es diesen Bereich oben, dieses kleine Dreieck A, D, E. Das ist der Bereich des Willens Gottes, der nur durch Gebet und Fasten zusammen erreicht werden kann. Und der Künst sagt, dass viele der besten Dinge, die Gott uns geben möchte, in diesem oberen Bereich sind. Vielleicht hilft euch dieses Bild auch ein Stück weit, das gedanklich zu durchdringen. Fasten ist also kein Allheilmittel oder ein Wundermittel, was irgendwelche Dinge bewegt, die nicht im Willen Gottes sind. Aber Fasten kann auch nicht durch irgendwas anderes ersetzt werden. Wir können nicht noch mehr Bibel lesen und damit nicht Fasten irgendwie ausgleichen.
Und Fasten kann auch nichts anderes ersetzen. Aber es braucht irgendwie dieses Zusammenspiel von Gott suchen mit Beten und Fasten, wo Gott auch Dinge sprechen wird und wo ja, ein Bereich von Gottes Willens auch in unserem Leben, in unserer Gemeinde kommen wird. Ich weiß, es gibt Menschen in unserer Gemeinde, die sich das zur Gewohnheit gemacht haben, regelmäßig zu fasten, in verschiedenen Abständen. Aber vielleicht ja, entscheiden wir neu zu sagen, es ist nicht nur das eine Wochenende im Jahr, wo wir als Gemeinde zusammen fasten und wo alle fasten, sondern nee, wir können fasten und können damit Gottes Willen suchen, unser Gebet damit auch irgendwie ja, wie verstärken, mir fällt kein anderes Wort dafür ein, dass Gottes Wille einfach in unserem Leben, in unserer Gemeinde passiert. Wir wollen in Gottes Willen sein und ich glaube, dass das, was wir gelesen haben in Apostelgeschichte 13 und auch in Markus 9 uns zeigt, dass es da Dinge gibt, wo es Gebet und Fasten gleichermaßen braucht. Heißt nicht, dass jetzt jeder heute auf Abendessen verzichten muss, aber vielleicht gibt es da Momente, wo wir sagen, ja, das kann ich mir einrichten, da lege ich mal einen Tag oder eine Zeit des Fastens ein und suche damit Gott. Also nochmal zusammengefasst meine vier Punkte. Wir haben uns zuerst Abraham angeschaut mit dieser Botschaft, geh hinaus und lass uns nicht wie Abraham diese Verheißung verzögern, das Land, in das verheißene Land einzugehen, sondern lass uns da weitergehen, nach Gottes Plänen suchen und ihm gehorsam sein und nicht in einem vermeintlichen Ort des Segens Haran zu verweilen. Zweiter Punkt, ja, unter der Überschrift Segen und wir brauchen irgendwie ein bisschen leidensfähiger zu werden und nicht gleich zu sagen, weil wir jetzt irgendwie Leid erdulden, sind wir nicht gesegnet. Nee. Lass uns da ein Stück weit leidensfähiger sein. Drittens, unsere Haltung sollte geprägt sein von Barmherzigkeit für die Menschen, die wir erreichen wollen. Und viertens, ich glaube, Fasten wird eine Rolle spielen in diesem Kontext von Mission, Gemeindegründung und Aussendung von Menschen. Genau. Das waren so die Dinge, die ich euch heute mit euch teilen wollte. Wie gesagt, keine umfassende Lehre, vielleicht an dem einen oder anderen Punkt ein bisschen herausfordernd. Ich hoffe, ihr habt es so annehmen können, verstehen können, wie es das Wort Gottes meint. Das ist ja gar nicht mal der Maßstab, das so zu verstehen, wie ich das meine, sondern am Ende wollen wir Gottes Willen suchen und ihn verstehen und erkennen, was er für uns hat. Genau. Ich sage, beten wir noch zusammen. Bete ich euch fürs Essen. Und ist schon jemand unterwegs nach drüben, den Kindergruppen Bescheid zu geben, dass wir hier fertig sind? Dann lass uns beten. Jesus, Herr, vielen Dank für alles, was du uns gegeben hast, Herr. Wir sind voller Dankbarkeit für alles, was du uns geschenkt hast, Herr. Für unser Grundstück hier, für die Häuser, für die Gemeinschaft, die wir haben können. Danke, dass du uns Gnade gegeben hast, dass wir umkehren konnten, dass wir Buße tun konnten, dass du uns Augen geöffnet hast für Wahrheiten aus deinem Wort. Danke, dass du uns gebrauchen möchtest, um diese Dinge auch weiterzugeben an anderen Orten. Jesus, ich danke dir, Herr, dass du zu uns gesprochen hast und zu unseren Ältesten gesprochen hast, dass das irgendwie dran ist, dass wir Menschen auch aussenden werden an andere Orte. Und Herr, wir wollen darauf vorbereitet sein, Herr, wir wollen es dir hingeben, wollen, dass es in Existenz kommt, Herr Jesus. Aber wir wollen ja das in der richtigen Haltung tun, wollen diese Wahrheit, die wir empfangen haben, nicht irgendwie Kompromisse darüber machen, aber wir wollen es mit Barmherzigkeit, mit Gnade und Liebe weitergeben, Jesus. Wir bitten dich, Herr, dass du weiter sprichst zu uns als Gemeinde, zu unseren Ältesten und Diakonen, zu unseren Jupsleitern, zu unserer Gemeinde insgesamt, Herr, zu jedem Einzelnen. Dass du uns offenbar machst, was sind die nächsten Schritte, die dran sind. Was möchtest du mit uns tun? Was hast du vor, Herr Jesus? Wir wollen in deinem Willen sein, Herr. Bitte dich, Herr, dass du uns ja, neu herausforderst und zeigst, was für jeden Einzelnen dran ist, wo es vielleicht heißt, die Komfortzone zu verlassen, wo es heißt, ja, weiterzugehen, Schritte zu gehen und auch Dinge zu tun, die vielleicht nicht nur angenehm für uns selber sind, Herr Jesus. Bitten dich, Heiliger Geist, dass du uns tröstest, Herr, dass du uns dort ja, ein Stück weit Leidensfähigkeit gibst, dass wir in Frieden sein können, auch wenn Dinge nicht rund laufen, aber wir im Willen Gottes sind, Herr. Bitten dich, dass du uns hilfst, es zu unterscheiden, Herr, wo falsche Entscheidungen, Bitterkeit, wo Sünde Dinge irgendwie ja, schwierig macht, wo wir in Situationen sind, wo Dinge nicht rund laufen, aber das auch zu unterscheiden von Situationen, wo ja, du uns prüfen möchtest, testen möchtest, wo du uns etwas lernen möchtest oder wo es einfach Widerstände sind, die der Feind uns in den Weg stellt.
Bitte, Herr, rede du weiter zu uns als Gemeinde, Herr Jesus. Wir wollen doch Danke sagen für die Zeit, die wir jetzt noch haben dürfen, dass wir Gemeinschaft haben können beim Essen. Und ich segne die Gemeinschaft und das Essen in deinem Namen, Jesus, und danke dir, dass du uns reichlich gegeben hast. Amen.